Na, hallo zusammen, hier ist wieder Deutschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch einen kleinen Toy Guide heute präsentieren. Und zwar müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ich bin einmal hier im Alterac Valley und wir müssen uns ein Toy hier kaufen, während diese Startvoraussetzungen oder diese Wartezeit am Anfang noch ist. Und zwar gibt es hier eine Händlerin, die heißt Ausgrabungsleiterin Steinhauer und die verkauft hier uns das Abzeichen der Sturmlanzen. Und mit ihr können wir erst quatschen, wenn wir quasi eine Quest von ihr angenommen haben. Und zwar ist das eine Quest, dass wir den Boss umhauen müssen und dementsprechend dann gewinnen. Und erst dann können wir mit ihr quatschen und dementsprechend uns das Toy kaufen. Ihr müsst diese Quest nicht abschließen. Ich bin jetzt hier das zweite Mal rein, hat beim ersten Mal die Quest angenommen und dann läuft die auch schon weg. Und sobald hier quasi der Start rum ist, ist davon und man kann das Toy auch nicht mehr kaufen. Heißt, ihr müsst euch hier ein bisschen schicken. Einmal in das BG rein. Also ich habe es jetzt so gemacht, dass ich hier einmal AV quasi spezifisch angemeldet habe. Bin nach einer längeren Wartezeit endlich reingekommen. Dachte mir jetzt, ich muss das BG gewinnen und kann es erst danach kaufen. Aber nein, ihr könnt die Quest annehmen, dann nochmal mit ihr quatschen und dann kriegt ihr hier quasi dieses Toy. Heißt, ihr müsst da nicht zweimal rein und ihr müsst auch nicht das BG gewinnen. Ich hatte das schon teilweise falsch auf WoWhead gelesen. Also das funktioniert so. Gut, was machen wir jetzt damit? Das lernen wir einmal. Und zwar kriegen wir jetzt gleich beide Toys. So einmal das Abzeichen der Sturmlanzen. Und zum Zweiten bekommen wir auch das Abzeichen der Frostwölfe. Ihr braucht hier aber den Ruf quasi bei den Sturmlanzen oder wenn ihr Horde seid, bei den Frostwölfen, dass ihr das Toy auch kaufen könnt, beziehungsweise dann dementsprechend auch benutzen könnt. Und das ist alleine ein Toy, das für das BG hier sinnvoll ist, denn es portet euch quasi zurück nach Dunnenbaldar oder bei der Horde halt dementsprechend in die Burg Frostwolf. Das gab es auch schon, ich glaube seit Classic gibt es das schon, wo man sich dementsprechend einfach in die Base zurückporten kann. Ist recht praktisch im BG, wenn man vorher am Kämpfen ist und merkt, okay, die gierische Fraktion ringt hinten durch, man portet sich zurück. Ist eine praktische Geschichte. Ich kann das jetzt auch mal demonstrieren. Porten wir uns einfach mal in die Base. Ich frage mich, ob das am Anfang sinnig ist, dass man direkt im Start sich hier importiert. Das habe ich noch gar nicht ausprobiert. Auf jeden Fall geht es. Hat 2 Minuten Abklingzeit. Und ja, sind dann wieder 2 Toys mehr, die man sich hier einmal spielen kann. Und wie gesagt, da muss man echt schnell sein. Und das Längste, was es halt dauert, ist quasi, wenn dann hier über epische Schlachtfelder rein oder halt hier unten spezifisch melden und dann direkt nach AV. Und man kann es halt, wie ihr gesehen habt, nur am Start kaufen. Sonst haut es halt ab, wenn ihr in ein angefangenes AV kommt, könnt ihr eigentlich wieder leaven. Außer ihr wollt natürlich das BG spielen. Das Toy werdet ihr dann leider nicht mehr kriegen. Ja, das war es so mit einem kleinen Toy Guide. Bei mir wird es jetzt langsam weniger, was ich an Toys brauche aus dem Patch 8.2. In Ashran hatte ich ja auch schon ein Video gemacht, falls ihr das nicht gesehen habt. Ashran gibt es auch als episches Schlachtfeld mittlerweile und dementsprechend könnt ihr euch da auch 2 bzw. 3 Toys kaufen. Das war's von dem kleinen Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.